Mama, kommst du bitte? Mom! Mama! Mama! Komm bitte! Ich weiß gar nicht, diese Kinder haben gerufen. Muss aufpassen, bitte. Ja, sie rufen, aber nicht dich. Doch, die haben hier rüber geguckt, die haben was gerufen. Das sind doch die Sohn, oder? Nein. Doch. Ja. Nein, das sind fremde Kinder. Ja, die kenne ich auch nicht. Aber die brauchen mich wieder nicht zu beleidigen auf Türkisch. Haben sie? Warte. Die kamen von links, von der Straße. Nein, der ist der Syrer, der kommt, der geht da rein. Nein, das sind Freunde, Bekannte. Das sind Freunde. Bekannte. Ja, Freunde. Ja, der eine hat nach mir rüber geguckt, also nach mir rüber geschaut, wie ich auf dem Balkon gestanden habe, die Aufnahmen gemacht habe, nach mir rüber geschaut. Ich weiß schon, wer das ist. Ich kann jetzt keinen Namen nennen. Will ich auch nicht. Ich sag, du, der eine hat mir rüber geschaut, guckte mich, der, von da kamen die, von links, der hat mir rüber geschaut. Ja, du kannst die Aufnahmen machen, du fotografierst die doch nicht, du nimmst doch keine Aufnahmen von denen da unten auf, vom Himmel, habe ich jetzt extra gemacht. Jetzt, ne? Wie gesagt, die haben mir rüber geschaut, wie ich hier oben die Aufnahmen gemacht habe, und da haben sie was auf Türkisch oder Syrisch gesagt, so eine Beleidigung. Ist auf der Aufnahme drauf zu hören. Mit der Info. Ja, ich kann auch mal beleidigend werden. So eine Ahnung. Und wieder mal gerade, wo du nicht da warst. Du nimmst mal wieder auf. Dann kann ich das Wort jetzt nicht sagen. Aber ich möchte jetzt was da runterwirken. Ich bin einmal gut drauf. Mhm. Ich hab dich dreimal gerufen. Warte. Ich muss mir was. Ey, hier wird kein Fußball gespielt, das wisst ihr, ne? Bitte. Was? Ich wollte den Himmel gezeigt haben. Ja, ist schön, ne? Hab ich schon vom Schlafzimmer aus. Ich hab dich dreimal gerufen. Ich hab das denen jetzt gesagt. Der sagt, ich hätte nichts zu sagen.
Die haben dich nicht beleidigt. Werden sie nicht tun, weil sie dann genug Ärger kriegen mit mir. Ich weiß, wer das ist. Ich wusste, dass das Rot in den Himmel kommt. Wusste ich. Ich weiß nicht, ob das eine... Freunde, ich weiß nicht, ob das... Freunde, ich weiß nicht, ob das eine Türkenkind mich beleidigt hat oder nicht, oder ob das einen Namen gerufen hat oder nicht, von einem Kumpel den Namen gerufen hat oder nicht. Keine Ahnung, was das gerade war. Deswegen musste ich meine Mutter sofort rufen.
Ja, kenn ich halt.